Ich habe schon öfter mal die Frage gehört und ich habe sie mir in der Vergangenheit auch manchmal gestellt. Und zwar, wie lange dauert es, eine Sozialphobie zu überwinden? Und das ist offensichtlich eine Frage, die ich so pauschal nicht beantworten kann. Dafür ist unsere Welt einfach viel zu komplex und jeder einzelne von uns ist mit seinem Leben und allem, was so dazugehört, einfach zu individuell, dass man da eine allgemeine Antwort drauf geben könnte. Ich meine, ich könnte euch sagen, wie lange es bei mir gedauert hat. Also nicht, dass ich jetzt schon 100% angstfrei bin, aber meine Ängste schränken mich eigentlich nicht mehr ein in meinem Leben, so, und es ist eigentlich auch kein großes Thema mehr. Von daher würde ich von mir selber schon behaupten, dass ich diese krassen sozialen Ängste, diese soziale Phobie für mich überwunden habe. Ja, ich könnte euch sagen, wie lange es bei mir gedauert hat, aber ich denke, das hilft euch nicht wirklich viel. Und ich finde diese Frage, wie lange dauert es, bis ich die Ängste überwunden habe, oder man kann es auch auf alles andere übertragen. Und ich könnte jetzt auch sagen, wie lange dauert es, bis ich, was weiß ich, meine Depression überwunden habe. Oder irgendwelche anderen Probleme, die ich in meinem Leben habe. Aber diese Frage nach, wie lange, ist aus meiner Sicht einfach nicht wirklich hilfreich. Für mich persönlich sind zwei Fragen bei eigentlich jedem Ziel, was man irgendwie verfolgt, entscheidend. Die erste Frage ist: Ist es mir theoretisch möglich, dieses Ziel zu erreichen? Jetzt, wenn wir bei dem Thema Angst bleiben. Sagen wir haben das Ziel, ich möchte ein angstfreies Leben leben. Ist es theoretisch möglich für mich, dieses Ziel zu erreichen? Und ich persönlich auf diese Art von Fragen, also diese kann ich irgendwas theoretisch schaffen, Fragen, ist für mich immer ganz klar ja. Ich bin persönlich davon überzeugt, dass wir alles schaffen können, was wir uns so in den Kopf setzen. Auch wenn da wahrscheinlich sehr viele Leute widersprechen würden und sagen, nee, hier das und das Problem, die und die Krankheit, die kann man nicht heilen oder sonst irgendwas. Ich persönlich bin der festen Überzeugung, dass alle Grenzen nur in unserem eigenen Kopf sind. Und deswegen lautet meine Antwort auf diese Frage immer ja. Und ich persönlich würde auch jedem empfehlen, diese Einstellung so zu teilen. Also ich bin davon überzeugt, dass das eine sehr gesunde Einstellung ist, weil, naja, selbst wenn es objektiv falsch ist, selbst wenn es tatsächlich Sachen gäbe, die wir nicht schaffen könnten, selbst dann würde einem das nichts bringen, daran zu glauben, so, weil so Glaube halt immer sehr viel Kraft gibt und sehr viel, ja, Energie auch mobilisiert, und selbst wenn es im Endeffekt nicht stimmt, dass man etwas schaffen kann, dann hatte man zumindest Hoffnung und ein positives Mindset dazu. Und ja, aber ich wollte darüber jetzt eigentlich gar nicht so viel labern. Vielleicht mache ich zu dieser ersten Frage nochmal ein extra Video, falls es jemanden interessiert. Die zweite Frage ist: Will ich dieses Ziel erreichen? Also in dem Fall mit der Angst, will ich dieses Ziel, ein angstfreies Leben zu haben, wirklich erreichen? Und ich meine jetzt wirklich, will ich das wirklich erreichen? Nicht, hätte ich das ganz gern oder wäre das ganz nett, das zu haben, sondern will ich das wirklich erreichen? Also bin ich bereit, da Zeit für zu investieren? Bin ich bereit, dafür Energie zu investieren? Und bin ich auch bereit, dafür zu leiden? Also, ne, wenn ich hochgradig sozialphobisch bin und einfach panische Angst vor allem habe, was irgendwie mit sozialen Interaktionen zu tun hat. So wie das bei mir damals war, wo ich schon Angst hatte, bei uns nur in den Hof zu gehen oder nur aus meinem Zimmer raus in den Flur, weil man theoretisch von der Straße aus in den Flur eingucken konnte. So, wenn man auf so einem Level ist und man hat das Ziel, ein angstfreies Leben zu leben, dann muss man zwangsläufig durch ein gewisses Maß an Leid gehen, so, weil man wird sich mit diesem Problem, in dem Fall eben der Angst, konfrontieren müssen. Und das ist nicht leicht, so, das ist auch nicht angenehm. Aber wenn man eben
dieses Ziel erreichen möchte, dann muss man eben dazu bereit sein. Und das ist halt wirklich aus meiner Sicht so der Knackpunkt, woran viele Menschen scheitern, auch über das Thema Angst hinaus, bei allen möglichen gesundheitlichen Problemen, dass die Menschen einfach nicht bereit sind, was zu ändern. So dass eine ganz stumpf bei so ernährungstechnischen Fragestellungen, wenn es um die Gesundheit geht, wie viele Menschen nicht bereit sind, irgendwie weniger Fleisch zu essen, obwohl ihr Arzt ihnen schon tausendmal gesagt hat, jo, ne, das kann sie umbringen. Viele Menschen sind einfach, haben nicht wirklich diesen Willen. Die denken zwar, ja, es wäre ganz nett, aber die haben nicht diesen knallharten, ich will das um alles in der Welt Willen haben. Und ich will das auch nicht bewerten oder beurteilen, aber ich denke, es ist eben wichtig, dass man sich diese zwei Fragen am Anfang mal stellt. Also glaube ich, bin ich selbst der Überzeugung davon, dass man das theoretisch schaffen kann, was ich mir da vorgenommen habe als Ziel? Und will ich das halt wirklich? Bin ich bereit, da irgendwie ja wirklich durchs Feuer für zu gehen? Ich hatte in einem der letzten Videos hier aus der Reihe ja mal so eine Metapher gebracht, so von wegen, dass die Angst so ist wie so ein fieser Schlägertyp, der draußen vorm Haus steht und einen davon abhält, irgendwie raus in die Welt zu gehen. Und das passt hier an der Stelle auch wieder ganz gut, weil stellen wir uns dieses Bild einfach nochmal vor, da steht einfach irgend so ein fieser Schlägertyp vor der Tür und wartet die ganze Zeit darauf, dass man rauskommt, um einen dann zu verprügeln. Und man selbst hatte eben so das Ziel, okay, ich will raus in die Welt, ich will über diese Herausforderung hinwegkommen. Dann erstmal die Frage stellen, hey, glaube ich, bin ich selbst davon überzeugt oder glaube ich daran, dass ich diesen Typen, der da steht, besiegen kann? Rein theoretisch, nicht jetzt praktisch in diesem Moment, sondern glaube ich, dass ich rein theoretisch in der Lage bin, diese Herausforderung irgendwann zu meistern. Und die zweite Frage, bin ich wirklich bereit dazu, Zeit und Energie da rein zu investieren, dieses Ziel zu erreichen? Also bin ich bereit dazu, wochenlang, monatelang, vielleicht jahrelang genau das zu trainieren, diesen Typ da vorne vorm Haus zu besiegen? Und neben dem Training dafür bin ich auch bereit, mich immer wieder dieser Herausforderung zu stellen, weil ich werde nie herausfinden, ob ich schon stark genug bin, wenn ich mich nicht immer wieder dem Kampf da draußen stellen würde. Aber damit gehe ich auch immer das Risiko ein, zu versagen, rauszugehen und zu merken, scheiße, ich bin noch nicht stark genug und krieg wieder auf die Fresse. So, und das wird unangenehm sein und das wird sehr viel Leid erzeugen. Aber ja, das ist halt dann einfach so. Ich denke, wenn man weiß, wo man hin will, dann ist man eben auch bereit, das auf sich zu nehmen. Und um auf die ursprüngliche Frage wieder zurückzukommen, wenn man weiß, dass man das schaffen kann und wenn man weiß, dass man das wirklich will und bereit ist dafür, alles zu geben, dann ist es scheißegal, wie lange das dauert. So, es ist halt auch gar nicht hilfreich an der Stelle zu wissen, wie lange das dauert. Weil wenn ich euch jetzt sagen würde, jo, bei mir hat das 4 Jahre gedauert. So, dann führt das, also kann das schnell dazu führen, dass man dann in so eine wartende Haltung geht, dass man denkt, okay, ich arbeite jetzt seit 2 Jahren daran, in ein, 2 Jahren bin ich durch. Ist überhaupt nicht gesagt, dass es bei dir dann in ein, 2 Jahren auch so der Fall ist. Also es kann sein, dass bei einem dauert es vielleicht 20 Jahre. Und bei dem anderen dauert es vielleicht auch nur ein halbes Jahr. So, das kann keiner vorher abschätzen. Wie gesagt, das ist ja auch nicht wichtig, weil wenn man weiß, dass man dahin will, dann muss man eh dafür was tun. Und wenn man dann die ganze Zeit diese wartende, also, oder erwartende Haltung hat, okay, bald müsste ich mal mit dem Thema durch sein, ja, dann ist man halt mit seinem Blick so sehr in der Zukunft. Und das ist aus meiner Sicht halt auch nicht zielführend, weil so, das, was du musst halt im Hier und Jetzt was dafür tun und die ganze Zeit irgendwie darauf zu warten, dass irgendwas Schlimmes vorbeigeht, es hilft halt einfach nicht weiter.
Und was ich noch vergessen habe dazu zu sagen, ist, dass diese Frage, wie lange dauert es, ja auch immer nur auf den Zielpunkt hinschaut. Also immer nur da auf diesen Punkt in der Zeitlinie schaut, wo das Problem zu 100% bewältigt ist. Aber es ist oft gar nicht so wichtig, dass wir unbedingt an diesen einen Punkt kommen. Weil, ne, nehmen wir das Beispiel, hey, ich möchte ein angstfreies Leben leben. Und bei mir dauert das 10 Jahre, an diesen Punkt zu kommen. Dann, ja, mag es sein, dass es 10 Jahre dauert, bis man an diesen Punkt kommt. Aber von dem Ausgangspunkt, wo man vor allem möglichen tierische Angst hatte, bis hin zu einem Leben mit wenig Angst, oder einem Leben, in dem die Ängste einen nicht mehr einschränken, in dem man trotz den verbleibenden Ängsten glücklich sein kann, ist nicht 10 Jahre weg. Das ist dann vielleicht 5 Jahre weg, vielleicht auch nur 3 Jahre weg. Wer weiß das schon. Aber was ich damit sagen will, auch der Weg, bis man dieses Ziel erreicht, ist schon wichtig, beziehungsweise auch auf diesem Weg geht es einem ja schon besser, als es einem vorher ging. Also es ist nicht immer nur so, oh mein Gott, ich brauche 10 Jahre, um dieses Ziel zu erreichen, sondern auch auf dem Weg zu diesem Ziel hat man quasi schon einen Teil dieses Ziels erreicht. Und eine Sache möchte ich zu diesem Thema noch sagen. Und zwar haben wir immer die Wahl, ob wir uns dieser Herausforderung stellen wollen. Wir haben die Wahl, ob wir uns diesem Kampf stellen oder ob wir es auch einfach lassen. So, wir haben die Option, einfach drin zu bleiben, in unserem Zimmer liegen zu bleiben und ja, auf diesem eingeschränkten Raum unser Leben weiterzuleben und uns eben nicht, jetzt im Falle der Ängste, uns nicht den sozialen Interaktionen mit anderen Menschen zu stellen. Das hat natürlich den Vorteil, dass es viel weniger Leid mit sich bringt, als die Herausforderung anzunehmen und in die Konfrontation zu gehen. Aber, und ich will diese Entscheidung darüber, welchen Weg man geht, auch nicht beurteilen. So, ich will nicht sagen, dass jemand jetzt den besseren oder schlechteren Weg gewählt hat, aber ich aus meiner Sicht würde halt jedem empfehlen, die Herausforderung anzunehmen. Und auch wenn das heißt, dass es über Wochen, Monate oder Jahre, vielleicht auch Jahrzehnte hinweg mit viel Leid verbunden ist, glaube ich, dass es, wenn man einmal durch das Feuer durchgegangen ist, es einfach total wert gewesen ist. Also ich glaube, es wird keinen Menschen geben, der sich so einem Problem, so einer Herausforderung angenommen hat. Lass es Ängste sein und irgendwie aus einer extremen Sozialphobie gekommen ist und wirklich jahrelang daran gearbeitet hat, da rauszukommen. Und der am Ende sagt, boah, diese ganzen Jahre, die ich an dem Problem gearbeitet habe, in der ich mich schlimmsten Situationen stellen musste oder für mich persönlich schlimmsten Situationen stellen musste, dass es das nicht wert gewesen ist. So. Das glaube ich einfach nicht. Deswegen, ja, ich hoffe, das konnte vielleicht dem einen oder anderen noch mal ein bisschen aus Motivation auf dem eigenen Weg gehen. Ich habe auch schon öfter mal sowas gelesen, wie sowas von wegen, ich möchte nicht mehr kämpfen oder ich habe keine Lust mehr zu kämpfen. Und ich fühle das, so, ich kann das wirklich nachfühlen. Also mir selbst geht es auch sehr oft so. Aber wie gesagt, ich kenne das schon bei sowas wie der Angst, dass ich wirklich an dem Punkt war oder mittlerweile bin, dass ich sage, boah, das, was ich dafür durchstehen musste, war es halt im Endeffekt total wert. Und ich glaube, dass es bei allen anderen Problemen, die noch so da sind und die es noch irgendwie zu überwinden gibt, dass es damit eben genauso läuft. Und ja, ich wünsche einfach jedem von euch, dass es bei euch auch so läuft und dass ihr nicht irgendwie, ja, an irgendeinem Punkt verzweifelt oder aufgebt. Weil für mich persönlich ist Aufgeben einfach nie eine Option, weil was willst du denn tun, wenn du aufgibst? So, weil
Wenn der Zustand, in dem du bist, einfach scheiße ist und du keinen Bock darauf hast, dann gibt es halt keine andere Möglichkeit, als daran was zu ändern. Und ja, ich denke, ich habe genug gequatscht für dieses Video. Falls euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben, schreibt mir einen netten Kommentar, abonniert den Kanal oder macht sonst irgendwas mit dem Video. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.